Jeder Hundehalter will, dass es seiner Fellnase gut geht. Trotzdem passiert es oft, dass wir im Alltag Dinge tun, mit denen wir das Vertrauen unserer Hunde verlieren können. Erfahre in diesem Video, was du niemals machen solltest, wenn dein Hund dir auch weiterhin vertrauen soll. Erstens, bestrafen. Hunde verstehen es nicht, wenn man mit ihnen schimpft. Studien haben auch ergeben, dass sie kein schlechtes Gewissen haben, wenn sie bei etwas Verbotenem ertappt wurden. Vielmehr spüren sie die negative Energie ihres Halters und versuchen ihn zu beschwichtigen, indem sie unterwürfige Körpersprache zeigen. Wird also immer wieder mit dem Hund geschimpft, bringt das überhaupt nichts, außer dass er sein Vertrauen in seinen Menschen verliert. Die bessere Variante ist es, ihm ein Alternativverhalten beizubringen, also ihm zu zeigen, welches erwünschte Verhalten er zeigen soll und ihn dafür zu belohnen. Zweitens, Bedürfnisse ignorieren. Eine vertrauensvolle Beziehung mit deinem Hund basiert darauf, dass man seine Bedürfnisse wahrnehmen kann. Neben den Grundbedürfnissen wie ausgewogene Ernährung, frisches Wasser und ausreichend Bewegung ist vor allem das Verstehen der Körpersprache der Fellnase wichtig. Hunde kommunizieren vor allem über ihre Körpersprache und senden so wichtige Signale bezüglich ihres Befindens. Werden die Bedürfnisse des Vierbeiners ständig ignoriert, kann es zu einem Vertrauensverlust kommen. Drittens, Grenzen nicht respektieren. Viele Hunde fühlen sich in manchen Situationen überfordert oder einfach unwohl. Umso wichtiger ist es, dass der Halter seine Fellnase vor solchen Gegebenheiten schützt und seine Grenzen respektiert werden. Zum Beispiel, indem man den Vierbeiner nicht von jedem streicheln lässt, wenn er das nicht möchte. Oder indem man Orte verlässt, wenn der Hund ganz klares Unbehagen ausdrückt. Zum Grenzen respektieren gehört auch, den Hund nicht andauernd zu knuddeln oder über seinen Kopf zu tätscheln. Setzt der Halter seinen Hund immer wieder schwierigen Situationen aus, ohne einzugreifen, oder bedrängt ihn andauernd, kann es zu Frustration kommen und der Vierbeiner erlebt einen Vertrauensbruch. Viertens, alleine lassen. Hunde sind Rudeltiere und brauchen zwingend soziale Kontakte. Das bedeutet aber nicht, dass eine Fellnase nicht auch mal alleine zu Hause bleiben kann. Es ist aber immens wichtig, das Alleinebleiben mit dem Hund zu trainieren und ihn nicht einfach dieser Situation auszusetzen. Wird der Vierbeiner einfach ins kalte Wasser geworfen, kann er aus Angst damit beginnen, destruktives Verhalten zu zeigen und Dinge zu zerstören, während der Halter nicht zu Hause ist. Oder er macht seinen Unmut durch Bellen und Jaulen deutlich. Das zerstört natürlich jegliches Vertrauen, welches dann wieder mühsam aufgebaut werden muss. Ein kleinschrittiges Training für das Alleinebleiben empfiehlt sich sehr, damit der Vierbeiner stressfrei zu Hause bleiben kann. Fünftens, keine Auslastung. Erhalten Hunde weder geistige noch körperliche Auslastung, können sie damit beginnen, apathisch zu werden und viel mehr zu schlafen. Oder sie entwickeln Verhaltensauffälligkeiten. Ein Vierbeiner ist komplett abhängig davon, dass sein Mensch sich um ihn kümmert. Werden ihm Dinge wie Spaziergänge oder Spielzeiten verwehrt, verkümmert er im wahrsten Sinne des Wortes und gleichzeitig kann er seinem Halter auch nicht mehr vertrauen. Ein ausgewogenes Verhältnis von geistiger und körperlicher Auslastung stärkt die Bindung und das Vertrauen hingegen stark. Sechstens, keine Körperpflege. Hunde sind sehr reinliche Tiere und besonders Vierbeiner mit langem Fell oder Locken gehören unbedingt regelmäßig gebürstet und auch gebadet. Zur Körperpflege gehört es außerdem, regelmäßig die Krallen zu kürzen und den Hund von Parasiten zu schützen. Macht das der Halter nicht, wird das Fell schnell verfilzen und der Vierbeiner wird sich extrem unwohl fühlen. Aus diesem Grund ist es essentiell, die Fellnase zu hegen und zu pflegen. Siebtens, keine medizinische Versorgung. Genauso wie Menschen müssen auch Hunde regelmäßig gesundheitlich durchgecheckt werden. Ansonsten kann es passieren, dass schwerwiegende und gefährliche Krankheiten übersehen werden. Regelmäßige Zahnkontrollen und Vorsorgeuntersuchungen sollten also Pflicht sein. Ignoriert ein Mensch den gesundheitlichen Zustand seines Hundes, verliert er nicht nur sein Vertrauen, sondern riskiert auch, dass die Fellnase Schmerzen hat und darunter sehr leidet. Apropos Schmerzen, wenn du wissen willst, woran du erkennen kannst, ob dein Hund Schmerzen hat und das, obwohl er vielleicht versucht, diese zu verheimlichen, dann klick jetzt auf das Bild, um dir unser Video dazu anzusehen.